da neigt man auch nach einem Jahr, wenn man jahrelang immer dasselbe erzählt hat, neigt man dazu zu sagen, das ist doch langweilig, will doch keiner mehr hören, wir brauchen was Neues. Mhm. Und da ist ein kleiner Trugschluss dabei. Man muss sowas über Jahre erzählen, immer wieder dasselbe. Wenn man sich diese Strategie zu Herzen nimmt, geht es letzten Endes darum, rauszufinden, was mein Kunde eigentlich will, was er von dem, was ich anbiete, eigentlich was er davon hat. Aber beim Mittelständler ist das eine der letzten Domänen, wo der Geschäftsführer aus dem Bauch raus entscheiden kann. Mhm. Und das auch gerne macht. Der möchte, dass die Anzeige oder seine Broschüre oder die Webseite oder was auch immer so aussieht, wie er es gerne hätte. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode heute mit dem Markus. Markus mit C. Markus Wertz. Hallöchen. Hallo Markus Zwicker. Hallo, hallo. Ja, ich freue mich, dass wir es auch mal schaffen, uns zu unterhalten über was uns verbindet, was wir so machen, was du so machst vor allen Dingen, aber auch vielleicht ein bisschen das Thema, was wir zusammen Schönes machen. Und meine Einstiegsfrage, die kennst du, glaube ich, schon, ist nämlich, was machst du denn eigentlich? Ich würde es mal so beschreiben, ich helfe Unternehmen dabei, besseres Marketing zu machen. Wirkungsvoller, effizienter, fokussierter, strukturierter. Ich mache strukturiertes Marketing. Mhm. Das ist ja so haben wir uns ja auch kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt und ich wusste so ungefähr, was du machst. Nach einem halben Jahr, so dann kennen wir uns, glaube ich, erst, ne? Halbes, dreiviertel Jahr, jetzt kenne ich dich. Ist gar nicht so lange her und auch ein sehr, sehr großer Zufall, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist dieses auf den ersten Blick strukturierte Marketing, verstehen die allerwenigsten was drunter. Außer die dich schon kennen. Und die schon mit dir gearbeitet haben. Dieser Begriff kommt aus einem Gespräch mit meinem allerersten Kunden, meinem Gründungskunden sozusagen. Ich habe so einen Markenberatungs-Background und bin es gewohnt, Unternehmen dabei zu helfen und sie zu beraten dahingehend, dass sie ihre Marke neu positionieren, repositionieren, besser positionieren. Und darauf aufbauend, dass dann eben Design entsteht und so weiter. Und dieser Ansatz hat zur Folge, dass man sich auf Kernbotschaften fokussiert, dass man diese Botschaften auch relativ konsistent entlang aller Kontaktpunkte, die man so hat mit Kunden, auch erzählt. So ähnlich wie das, also so ein Best-Practice-Beispiel wäre vielleicht BMW, die es eben schaffen, an fast allen ihren Kontakten, die sie haben mit den Kunden, immer auch, egal worüber sie reden, immer auch mitzugeben oder das Gefühl zu geben, dass es um Freude am Fahren geht. Und wenn man sich diese Strategie zu Herzen nimmt, geht es letzten Endes darum, rauszufinden, was mein Kunde eigentlich will, was er von dem, was ich anbiete, eigentlich was er davon hat. Und ihm das auch klar zu machen, ihm das klar zu sagen und nicht irgendwie über irgendwelche Produktfeatures zu reden und Entwicklungszeiten und dass man besonders stolz ist auf irgendwas. Das ist im Zweifel für den Kunden vielleicht völlig irrelevant oder zumindest uninteressant, sondern eben ihm zu erzählen, was er davon hat. Und das dann strukturiert, und daher kommt der Name, entlang aller Möglichkeiten, die man so hat im Marketing. Das heißt, BMW verkauft keine Autos, sondern Freude am Fahren und Harley-Davidson verkauft Freiheit letzten Endes. Also eine Sache, die es ja bei gewissen Produkten, Produktgattungen schon gibt oder schon immer gab, auch Freiheit, Marlboro, was auch immer, also Dinge, die, ne, und die, kann man da von einer Haltung sprechen auch oder ist es rein interpretiert? Man kann das auch zu einer Haltung machen, aber ich würde nicht sagen, dass es ursprünglich eine Haltung ist. Also ich glaube, man könnte sagen, dass Marlboro zumindest einer der ersten Marken war, die auf die Idee kam, ein Gefühl zu verkaufen, anstatt eine Produktleistung. Also vorher haben Zigarettenmarken davon, von der Produkteigenschaft erzählt, It's Toasted beispielsweise von Lucky Strike oder andere Sachen. Und Marlboro kam in diesem hart umkämpften Wettbewerb auf die Idee oder hatte die Überlegung, dass die Zigaretten letzten Endes austauschbar sind und der Wechsel von einer zu anderen Marke relativ einfach geschehen kann.
Die Geschmacksunterschiede sind nicht so wahnsinnig groß. Und dann haben sie sich überlegt, na, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach ein Gefühl verkaufen. Dann werde ich nämlich abhängig vom Gefühl. Und da kamen sie auf die Idee der Freiheit, haben das auch exzellent durchexerziert, lange Jahre lang, woran man sieht, dass so ein Markenimage auch über Jahre entsteht und nicht sofort. Aber die haben ihre Bildsprache entsprechend angepasst, diese ikonische Marlboro Man und diese Landschaften in Utah und so, ihre Tonalität. Und das haben die über Jahre hinweg gemacht, ähnlich wie Coca-Cola auch. Und spannend daran zum Beispiel ist, dass Camel ja auch ein Gefühl verkaufen wollte, irgendwann ein Abenteuer. Das haben sie aber nicht konsistent durchgezogen. Vielleicht, weil auch das Gefühl Abenteuer nicht so weitreichend ist wie das Gefühl Freiheit und sie deswegen immer so ein bisschen latent unterlegen waren. Aber die Idee, ein Gefühl zu verkaufen, das bringt einem wirklich einen Vorteil gegenüber all den Wettbewerbern, die nur ein Produktfeature verkaufen, weil sich dann der Kunde erstmal überlegen muss, was habe ich, also man überlässt es sozusagen dem Kunden, sich selbst zu überlegen, was habe ich davon und was kann man ihm abnehmen. Da kann man ihm direkt sagen, gut, klar, wir haben die und die Features, aber dein eigentlicher Vorteil liegt darin, dass du dich entspannter fühlst, dass du begeisterter bist, dass du Freude hast, dass du Freiheit empfindest, etc. pp., was da eben so rüberkommt. Und das ist, wenn man das lange Jahre macht, merkt man, dass es gar nicht so viele Gefühle gibt oder gar nicht so viele Benefits für die Kunden sich da herausstellen, weil viele Dienstleistungen letzten Endes denselben Zweck haben. Dann kommt es darauf an, diesen Benefit möglichst gut zu erzählen. Und das wiederum heißt, dass man sich konzentrieren muss. Also ich arbeite ganz gerne mit Mittelständlern, auch ganz viel mit Mittelständlern. Da neigt man auch nach einem Jahr, wenn man jahrelang immer dasselbe erzählt hat, neigt man dazu, zu sagen, das ist doch langweilig, will doch keiner mehr hören, wir brauchen was Neues. Und da ist ein kleiner Trugschluss dabei. Man muss sowas über Jahre erzählen. Immer wieder dasselbe. Coca-Cola ist seit Jahrzehnten rot mit einer weißen Schrift und das durch alle Medien. Selbst der Weihnachtsmann ist deswegen rot und weiß. Die machen das konsistent und immer wieder dieselbe Botschaft. Also wenn man eine Werbekampagne mal betrachtet, dann variieren die das, finden neue Worte dafür, aber im Kern ist es immer dasselbe. Und das ist wichtig, weil wenn Kunden vergessen einen, Kunden werden gerade heute seit 10, 15 Jahren bombardiert mit Informationen. Ich habe letztens gelesen, dass man pro Tag mit 100.000 Worten konfrontiert wird. Neuen Worten mit neuen Informationen und laut Studien kann man sich eh nur 1.000 Marken merken. Also sollte man irgendwie sein Möglichstes tun, durchzudringen. Das kann man natürlich tun, indem man auffällig ist. Man kann es aber auch tun durch Wiederholung. Es gibt ja diese alte Regel, man muss eine Botschaft 7-mal wiederholen, bis sie sich in einem Spot, das war so eine, früher noch, als es noch Werbespots gab, in dem Spot muss die Marke 7-mal genannt werden, damit man sie sich merken kann. Das Und so gilt, ähnlich ist das immer noch. Wiederholung ist der König. das gilt ja auch dann für was Trump gemacht hat, 7-mal die falsche Wahrheit erzählen, bis irgendwann Leute denken, das wäre die Dann ist es Wahrheit. die Wahrheit. Ja, exakt Also, genauso. jetzt hast du natürlich schon wahnsinnig viele interessante Infos gehabt zum Thema Image, das eine, das andere Kundennutzen. Das dritte ist Austauschbarkeit. Das fing an bei Zigaretten, da war es dann nur noch die Packung, sprich das Image, sprich. Für was stehst du? Wann fängst du an? Irgendwann 90er kamen die blauen Gauloirs. Das war dann so der Kontrapunkt zu den Marlboro-Leuten und so weiter. Beim Automobil zum Beispiel haben wir ja heute die Situation, dass vieles sehr, sehr vergleichbar ist. Ne? Da geht es noch ein bisschen um Design, da geht es noch ein bisschen um Ergonomie. Aber selbst das wird immer ähnlicher eigentlich. Und das war ja dein Ausgangspunkt sozusagen Strategie. Wo man natürlich beim Mittelständler, einer kleineren Organisation, sich vielleicht noch einfacher tut, vielleicht, aber natürlich auch immer so ein bisschen gewachsen, Familienbetrieb. Also da kenne ja auch ein paar Mittelständler, ist nicht ganz mein Fokus, bin ich auch nicht immer ganz so begeistert. Ich kenne es ja eher aus der Industrieseite, wo natürlich, und das ist der andere Punkt, wo ich dir völlig recht gebe, wir haben Kunden sehr lange betreut und haben auch gesagt, wir machen nicht jedes Jahr was Neues, sondern wir bauen mal auf dem auf, haben wir 2010 begonnen. Worum es eigentlich geht. Und dann kommt ja dieser andere Punkt nochmal, was du sagtest mit Marke und überall in jedem Touchpoint schafft es BMW, dieses Freude am Fahren zu transportieren. Das hat ja auch da wiederum mit Menschen zu tun.
die es dann auch verstehen und die dann eben dieses Produkt auf dieses, ja, weil ich sage immer, Produkt findet eher im Kopf des Kunden statt, oder? Eigentlich. Ne? Also da kommt es ja letzten Endes an und da gibt es ja diese Markenbildung, die natürlich die letzten Jahre auch deutlich zurückging. Also Wechsel, gerade jetzt bei solchen Investitionsgütern, die teurer sind wie Autos, bei Zigaretten wechselst du irgendwie nicht, eher aus Gewohnheit. Ne? Oder? Also Zigarettenwechsel machst du dann, wenn dein Kiosk irgendwann diese Zigaretten nicht mehr hat. Ja. Zum Beispiel. So beim Thema Automotive oder bei anderen Produkten, eben wie bei Autos, ist ja das Wechseln heute viel einfacher und schneller, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Ja, das liegt vielleicht aber auch, du hattest es eben schon angesprochen, die Produkte unterscheiden sich gar nicht mehr so großartig. Also früher war ein Mercedes wirklich um Klassen besser in der Qualität als ein Opel beispielsweise. Hm. Und heute Opel, sind... Opel, nee? War ja mal, nee, Opel war ja mal in den 60er Jahren quasi Hauptkonkurrent und wäre fast aufgrund der Sechszylinder, der Qualität, wäre fast in den 60ern eher ein Konkurrent von Mercedes geworden, als es dann BMW wurde. Einverstanden, Opel Kapitän und so. Ja, ja, also ich habe jetzt, hab jetzt eher so an die 70er, 80er Jahre ja, gedacht. Da hast du natürlich mit recht. Und sowas. Ja. Das können auch andere Beispiele nehmen. Nee, lass uns gerne bei dem Beispiel bleiben, weil das ist ja genau das, wo es ja stimmt, wo es halt auch einen Wechsel gibt. Mercedes hat kontinuierlich diese Qualität gehabt, weiß ich ja sehr gut, weil ich ja für diesen Konzern auch viel mache. Die haben die Qualität immer gehabt. Opel hatte die und ist dann von dem Konkurrenten in so einem Segment, wo es schon um Luxus ging, eigentlich damals auch, halt hingegangen zu so wie Ford ja auch, zu dem eher Massenprodukt und gut, aber halt noch affordable. VW hat es ja auch dann gehabt, dem Golf und so weiter. Ne? Ich wollte, ja, und ich wollte darauf hinaus, dass in den 70er, 80er, auch in den 90er noch, der Charakter von Autos tatsächlich von der Entwicklungsabteilung und den Produktionsfähigkeiten eines Unternehmens abhing. Also wenn ein Unternehmen gut produzieren konnte, war es eben, hat es eine hohe Qualität gehabt. Wenn es eine gute Entwicklungsarbeit hatte, konnte es gut fahren. Heute ist das anders. Das Wissen ist diffundiert. Es gibt keine letzten Endes qualitativen Unterschiede mehr. Und Motoren und Fahrwerke sind letzten Endes Standards, die eher digital an einen gewünschten Charakter angepasst werden, als dass sie in irgendeiner Weise entwickelt worden wären. Mhm. Es gibt die Plattformen und es gibt Firmen, mir fällt gerade der Name nicht ein, Magma zum Beispiel ist eine, es gibt auch noch andere, die sich darauf spezialisiert haben, Motorencharakteristiken zu entwickeln, rein digital. Da gehe ich dann da kommt dann Mini bzw. BMW zu denen und sagt, guck mal, wir bauen in den Mini jetzt diesen Dreizylinder von Peugeot ein. Wir wollen aber nicht, dass der so fährt wie ein Peugeot, wir wollen, dass der sportlicher fährt, mehr wie ein Go-Kart. Dann sagen die, ja, machen wir. Und dann verändern die Ansprechcharakteristik vom Gaspedal und sämtliche anderen Werte, die sehr habhaft werden können und modellieren dann einen Motor. Das ist der physisch selbe Motor, der digital anders agiert. Mhm. Für den Kunden ist das völlig egal. Der hat dann einen sportlicheren Motor. Aber dementsprechend ist es eher die Frage, was will ich als Marke haben und bin ich stärker im Vertriebsnetz, habe ich eine stärkere Marke, habe ich mehr Geld fürs Marketing etc. Und da kommt dann wiederum neue Player ins Spiel. Also es gab ja dann auch diese ganzen Japaner, aber jetzt zum Beispiel das Beispiel Volvo von Chinesen übernommen, haben einen deutschen Designchef bekommen, also hat der Chinese ihn einfach quasi spendiert. Mhm. Und die haben jetzt echt gut aussehende Autos, die den ganzen alten Ballast abgelegt haben und die jetzt neues, die auch dieses so ein bisschen Pioneering waren bei dem Vertriebsmodell, also mit diesem Auto-Abo. Abo, genau. Was es natürlich, wie du sagst, noch weiter beschleunigt, dass ich Autos wechseln kann. Also dann habt ihr das Auto-Abo, läuft irgendwie 2 Jahre, dann habe ich ja kein Problem mehr. Ich gebe das Auto ab und abonniere mir ein neues. Das muss ja dann nicht mehr zwingend Volvo sein. Mhm. Das heißt, das Design, das Autodesign ist dann enorm wichtig. Die Funktionalität, wenn man heute Autotests liest, so Automotor und Sport oder so, dann wird da immer noch auf
verzweifelt versucht, auf irgendwelche Unterschiede abzuheben, dann werden dann Kofferraumgrößen gemessen. Klar, die sind unterschiedlich, aber so ein Auto ist, also für die Nutzungsdauer, die du es baust, sind im Grunde alle Autos gut genug. Es gibt keinen, der wirklich schlecht ist. Selbst so ein Dacia oder Dacia, weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ist ein Auto, was funktioniert. Absolut. Ist, und wenn du nur von A nach B willst, ist das die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Mhm. Dabei sieht es noch nicht mal super hässlich aus. Also, du, das sind ja... Das nicht kaufen. Aber ich habe tatsächlich jetzt letztens, also du weißt ja, ich fahre diesen, das 1er Cabrio noch mit einem alten Sechszylinder drin und mit Heckantrieb. Und da denke ich mir schon auch manchmal, wenn ich damit fahre, der Motorklang, das Ansprechverhalten und so, ich bin echt froh, dass ich noch so ein altes, nicht mehr ganz voll umweltgerechtes Auto habe, was einfach aber echt Spaß am Fahren macht. Ja gut, aber da muss man ja auch wieder das Gesamte sehen. Du fährst ja eben, wohnst ja auch in der Südstadt und brauchst das Auto ja nicht täglich, bist ja kein Pendler. Von daher ist das vom Fußabdruck okay und so. Also da bin ich völlig bei dir. Also interessant ist natürlich, was du sagst, stimmt, dass es eigentlich diese Austauschbarkeit heute gibt. Und das ist ja das Thema, wo dann die Auto- und Widerstände anfangen und sagen, wir sind Premium. Das ist ja wie Premium-Pilz. Es gibt ja keinen Premium-Pilz, oder? Es gibt einen Pilz, was dir besser schmeckt. Das ist ein Anspruch. Jemand sagt, es ist eine Behauptung. Jetzt Premium. Genau, ich bin jetzt Premium. Und dann musst du gucken, ob du das glaubwürdig behaupten kannst. Richtig, richtig. Und ich habe halt auch in den 2010ern angefangen, mal was anderes als deutsche Fabrikate zu fahren. Habe die dann, wie du sagst, zwei Jahre, 60, 70.000 Kilometer, da hast du nichts mehr. Da hast du nichts mehr dran. Da geht's auch nicht mehr um dieses kleine Detail, Kofferraum und so weiter. Wenn du Kinder hast, okay. Aber letzten Endes ist die Vergleichbarkeit schon da. So, ich bin dann halt irgendwann wieder auf den Mercedes umgestiegen. Dann merkst du, dass das noch ein satter und noch einen besseren Komfort hat. Und eben die Features sind dann das Thema. Das wäre für mich ein Premium-Thema. Aber heute findest du ja, und das war ja früher bei, gibt ja das schöne Beispiel, Renault war, glaube ich, der erste Hersteller, der gesagt hat, wir bauen in so ein Clio auch Ledersitze ein und eine Klimaanlage. Und dann hat der deutsche Tester ja gesagt, warum? Und weißt du, warum sie es gemacht haben? Weil die Franzosen in Paris, die Geld hatten, sagten, ich habe aber keinen Platz, aber ich hätte gern so einen Luxus. Und dann gab es die ersten Initiale in den Ende der 80er schon, wo alle gesagt haben, wie, was war das, R5 mit Leder. Das war, glaube ich, das Erste, was ich so kenne, was wirklich so luxuriös war. Wo du denkst, so Wahnsinn. Und die Franzosen fanden das halt geil. So, und so hat sich dieses... Mini hat genau dasselbe gemacht und war super erfolgreich damit. Genau. So. Was mir gerade einfällt, ist auch, ich finde es gerade total spannend, diese Diskussion, Apple will ja auch ein Auto bauen und diskutiert mit Gott und der Welt darüber, wer ihnen die Plattform zur Verfügung stellt. Und Hyundai war fast fertig mit denen im Verhandeln und hat zum Schluss die Reißleine gezogen. Alle anderen haben jetzt auch abgesagt. Das tut mir ein bisschen leid für Apple, aber ich glaube, das ist die vollkommen richtige Entscheidung von den Autoherstellern. Wenn die das täten, werden die ja nur noch zum Plattformlieferanten. Dann stellen die noch ein paar Räder hin und ein paar Stahlrohre oder Carbonrohre und alles andere macht Apple. Das, was das Auto unterscheidet, das, was markenprägend ist und was letztendlich Kunden bewegt, das Ding zu kaufen, das kommt von Apple, der käme von Apple. Insofern ist das, was Autos in Zukunft ausmacht, Marke und Design und User Experience. Gut, ich hatte ja neulich das Gespräch mit dem Holger, der ja sehr tief auch in der Automotive-Zulieferbranche ist und sich immer nur um Details kümmert, aber der sagt ja auch, und das kenne ich, ein Hersteller hat ja nur noch 60-70% dessen, was ein Auto ausmacht, tatsächlich selber bei sich manufactured. Das ist ja quasi Batch Engineering. Wenn es hochkommt, Motorräder werden schon komplett von daher bräuchte Apple ja nicht mal einen großen Hersteller. Und Apple ist natürlich so ein Thema, wie stellt man sich so ein Apple-Auto eigentlich vor? Und ich glaube ja, dass das Thema, das kannst du mit verschiedenen Herstellern durchspielen, aber die wollen natürlich, denke ich mal, nicht auf den Verbrenner gehen. Und dann sind die ja eher bei sowas wie Tesla oder Zulieferern oder eben Polestar zum Beispiel. Polestar, Volvo-Tochter, hat ja alles richtig gemacht. Also da hat man auch keine Angst mehr. Du sagst, der Designer Peter Schreier, glaube ich, ne?
Ich meine Peter Schreier. Ja, Peter Schreier, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Der Hyundai ist ja auch ein Deutscher. Ich verwechsel den. Der Hyundai ist Peter Schreier und der Volvo ist ein anderer. Das stimmt. Auf jeden Fall der Polestar. Ich meine, als der kam, haben alle Hersteller ja gesagt, oder alle Hersteller, das war das erste Auto jetzt, der Polestar. Der Einser sensationell, aber unerreicht irgendwie für den Massenmarkt. Der Zweier schon interessant. Und vor allen Dingen haben die halt gesagt, wir nehmen Google als Interface, als Betriebssystem. Wo andere Hersteller versuchen, Apple und Google nachzueifern in dem Thema Konnektivität, in dem Thema Bedienung, Usability. Und guckt jetzt bei VW an, leider ID.3, 34 Softwarefehler. So, Polestar 2, einfach Google, gutes Interface, gut angepasst. Dem Kunden ist es egal, was dahinter ist, aber es funktioniert. Pinschen funktioniert so. Also das Ding ist einfach geil. So, ja. Und es sieht auch noch gut aus und ist gut zu bedienen. So, und das ist natürlich jetzt spannend und es wird ja immer mehr in diese Richtung gehen, dass Image vor Produktnutzen eigentlich steht, was wir jetzt ja schon in vielen Branchen über die Jahre haben letzten Endes. Und die Frage ist ja immer, und da sind wir jetzt wieder bei dem Anfangsthema, strukturiert. So, und man sollte ja davon ausgehen, dass Unternehmen in der Lage sind, strukturiert zu denken, zu arbeiten und auch den Vertrieb und damit auch das Marketing zu strukturieren. So, das hast du ja am Anfang gesagt, strukturiertes Marketing. Da denke ich ja, okay, auf den ersten Blick, ja, Struktur. Zweiter Blick, kenne ich ja auch Marketingabteilungen, die dann irgendwann ihre Struktur ändern, weil Menschen Strukturen ändern. Also jetzt mal die Frage, das strukturierte Marketing gab es ja schon, eben bei diesen Unternehmen, die man kennt und die auch erfolgreich sind. Würth zum Beispiel. Also weißt du, so Player, die einfach, oder Hilti. Hilti ist ein gutes Beispiel für strukturiertes Marketing, weil die haben halt gesagt, wir gehen raus, wir sind immer vor Ort. Also Hilti ist auch ein gutes Paradebeispiel oder eins der Beispiele. Ne? Wir können jetzt ja, müssen wir aber einmal bleiben, um nicht da zu breit zu werden, die halt gesagt haben, okay, was will unser Businesskunde eigentlich? So, und du kennst es bei Hilti, glaube ich, dieses Prinzip, dass die halt einfach einen sehr, sehr starken Draht zu den Leuten haben, die diese Profi-Tools wirklich brauchen. Und sich dann Feedback holen und der Vertrieb und dann das Marketing zwar wichtig ist, aber jetzt bin ich aber dem Thema, was hier immer sehr spannend ist, dass die Menschen eigentlich das Entscheidende sind, die eben halt auch für ein Unternehmen die richtigen Schlüsse ziehen und gutes Wort, was ich immer noch mag, ist, Mercedes hat ja mal irgendwann mit dem Design gesagt, immer in Rufweite der Mode. Also in Rufweite, nicht in der Mode, sondern in Rufweite. Das war so 70er Jahre. Und das haben die ja ganz, ganz lange durchgezogen. Und damit sind die halt, wie andere teilweise auch, aber nur Betonung auf auch, eben zeitlos. Ja? Bis vor ein paar Jahren. Bis vor ein paar Jahren. Und jetzt sind wir natürlich in einem Modellzyklus. Also klar, wir haben jetzt, wenn du das Automotive nimmst, hatte jeder 3, 4 Baureihen in den 70ern. Und heute, guck dir, jede Nische wird besetzt, solange bis sie tot ist. Und die Nische ist ja nicht mehr der deutsche oder der europäische Markt. Die Nische ist ja teilweise der asiatische Raum. Das muss man ja auch sagen. Also ohne den asiatischen oder ohne den chinesischen Wachstum der letzten Jahre in diesem Markt wird es einige Hersteller in der Unabhängigkeit, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben. Da, ja, ganz klar. Da kannst du jetzt auch keinen Namen rauslassen. Aber noch mal die Frage, das finde ich ja spannend. Machen ist ja das eine, jetzt sind wir bei dem Thema Struktur hängen geblieben. So, jetzt muss ich aber noch mal eins sagen, Markus, was ich nicht... was ich ja hier nicht rauslassen will, das ist, glaube ich, auch wichtig für die Einordnung von dir, dass du einer der ganz, ganz wenigen Menschen bist, der so hands-on ist, wie ich es die letzten 30 Jahre noch bei niemandem erlebt habe. Das heißt, du bist auch der nicht nur eine Idee hat oder einen klaren Kopf und eine Struktur versucht, sondern du bist ja auch jemand, der liefert. Also das Machen, ja, das hörst du jetzt, ich weiß nicht, ob es deine Kunden gerne hören. Okay, das geht runter wie Öl. Ich finde, du weißt es ja, so haben wir uns ja kennengelernt und ja. Wo ich ja baff war, dass wenn wir dann drüber sprechen oder du mir, dass du dann direkt losrennst und auch das Richtige machst und es in der richtigen Geschwindigkeit Ergebnis. Also ich bin da immer noch am Schwärmen, dass ich dich, dass ich denke, es gibt noch einen Verrückteren als mich. Wenn du so willst. Oder verrückt. Nee, also dieses. Es ist tatsächlich lustig,
dass ich auf meine Fahnen geschrieben habe, strukturiertes Marketing. Und du bist eigentlich, glaube ich, von uns beiden derjenige, der viel mehr Lust auf Struktur hat als ich und viel mehr strukturiert auch denkt und es auch schafft, Dinge zu strukturieren und damit effizienter zu machen, wo ich es nicht schaffe. Also ich denke da an deine, wo du letztens von erzählt hattest, deine programmierten Abläufe und Kram in Photoshop und all den Kram. Ach so, okay. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Aber ja, dieses Hands-on-Ding, das ist, glaube ich, eine Typfrage. Also ich vielleicht bin ich auch deswegen so gerne im Mittelstand unterwegs. Ich war ja lange mit und für Konzerne unterwegs. Und habe mich da dann bewusst gegen entschieden, wenn ich selbstständig gemacht habe, weil ich ich verstehe, warum Konzerne so lange, langwierige Prozesse und Entscheidungswege haben. Das brauchen die, um stabil zu bleiben, um nicht auseinanderzufallen und auch eine Konsistenz herzustellen. Aber ich mag es halt einfach lieber, mit einem mittelständischen Geschäftsführer zusammenzusitzen, dem was zu zeigen, vorzuschlagen. Und er sagt irgendwie, geh mir weg damit, das ist Kacke, dann gehe ich halt weg damit, weil es Kacke ist. Oder er sagt, das ist super und dann machen wir das auch exakt genau so am nächsten Tag und legen los. Und das mag ich, das finde ich, ja, das mag ich total gerne. Ja, du mit der Struktur, also ich habe gerne Struktur, wenn ich die selber für mich herstelle, in der Hand habe, also Workflow, nee, das ist so. Ja. Und in andere Dinge Struktur zu kriegen, das gehört mit zum Job, wenn es denn gewollt ist. Und natürlich gibt es Dinge, und das kennst du ja auch, wo man halt nur einen Teil macht und einen Teil umsetzt. Und dann ist es ja genauso, wie du es halt auch manchmal kennst, wo du zu Leuten gehst und sagst, ich habe hier was, kannst du es bitte machen? Und dann gibt es nicht schon einfach mal, ich sag mal, den Anfang, das Ergebnis, sondern dann wird erstmal wieder hinterfragt, soll ich, und macht es denn Sinn, wo ich sage, haben wir längst alles beschlossen. Das ist ja ein bisschen dieses Konzerndenken. Ne? Und das andere ist natürlich, wenn ich es in der Hand habe und ich kann es mir angenehmer vereinfachen, handwerklich, um dann für das Ergebnis, für den Hirnschmalz, für die Kreation oder für den Mut mehr Zeit zu haben, dann finde ich Struktur sensationell. So, also das ist für mich ein Mittel zum Zweck, weil ich halt dann auch sagen kann, ich bin ja nicht faul, weißt du, ich hätte es gerne einfach so erledigt, dass ich nicht noch irgendwo hänge und überlege, was muss ich denn jetzt tun, sondern dass ich es einfach, wenn es da ist und es geht, dir ja eh nicht rauslassen kann. Ne? So, das ist eigentlich das genau der Punkt. An so ein Bild, was ich letztens irgendwo gesehen habe, so ein Meme, wenn du willst, dass irgendwas effizient erledigt wird, gibt es den faulsten Menschen, den du kennst. Weil faule Menschen tatsächlich es schaffen, Dinge möglichst effizient auf dem effizientesten Weg zu erledigen. Ja, du und das, also das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich mag Struktur auch, weil sie vieles eben schneller und einfacher erledigen lässt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, weil Struktur es schafft, dass man eben so eine Kernbotschaft, so ein Gefühl, so ein zentrale USP konsistent an allen Kontaktpunkten auch vermitteln kann. Also deswegen ist für mich BMW dann immer so ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil sie es schaffen, Freude am Fahren eben in den Texten, in den Bildern, in den Spots, in Messeständen, selbst im Produkt selbst herzustellen. Ich habe ja ein bisschen für BMW arbeiten dürfen und habe auch den Designer kennengelernt, den Adrian van Hooydonk, und der sagte dann, wir schaffen es, dass unsere Autos sogar im Stehen so aussehen, als ob sie Freude am Fahren produzieren würden. Und das stimmt. Ist einfach wahr. Gut, momentan wird der Grill ein bisschen überbetont. Die letzte Aufräumen der Verbrenner, das Maul. Das ist generell ein Trend gerade. Das Maul, ja gut. Das ist ja so ein bisschen, wo du ja fast denkst, gut, jetzt dürfen sie noch grillen, weil eigentlich brauchst du ja einen Kühlergrill überhaupt. Nur bei der Kühlung von dem künftigen oder von dem aktuellen Fahrzeug elektrisch sozusagen. Aber nochmal zurück zu dem Struktur. Struktur ist auch Klarheit und Struktur ist ja auch Standard, wo du sagst, das haben die Hotels ja irgendwann gelernt, von den Amis, glaube ich, dass es einfach einen Standard gibt. Und auf den Standard kannst du immer zurückgehen und der heißt halt eben, ja, Herr Wertz, ja, sehr gerne. Das ist dieser Standard, der irgendwann in der Gastronomie falsch verstanden. Irgendwie hatte ich mal vor 15 Jahren eine Kellnerin, die jedes Mal ja gerne gesagt hat, wo ich sage, bitte sagen Sie einfach mal nichts, ja? Oder sagen Sie mal irgendwas anderes, weil ich immer ja gerne. So, das heißt, Struktur heißt Klarheit,
heißt Verbindlichkeit. Und trotzdem ist das in dieser Klarheit und Verbindlichkeit ist auch ein Riesenthema, gerade in der Kommunikation, gerade im Marketing eigentlich. Das gibt es ja oft zu wenig. Ne? Und wenn es dann keine Klarheit und keine Leitplanken gibt, dann funktioniert es ja leider auch nicht, weil dann findet es ja nur beim Kunden irgendwie statt, irgendwo statt. Dann kommt der Mensch noch dazu. Und eigentlich ist das was, und das ist ja die Sehnsucht von Unternehmen, für sich selber erstmal eine Struktur zu haben, um dann auch zu sehen, was passiert denn damit auf dem Markt. Es ist auch, glaube ich, im Marketing am schwierigsten. Also wenn ich mir so ein Unternehmen angucke, Entwicklungsabteilung, Produktion, Logistik, Lager, Personal, Finanzen etc. pp., dann ist es für all diese Bereiche relativ einfach, eine Struktur und einen Plan zu entwickeln. Und Marketing, jetzt mal bezogen auf den Mittelstand, in Konzernen ist Marketing durchaus auch strukturiert, aber da allein schon aus Gründen von Organisationsformen, Organisationsstrukturen, da hast du eben Zuständigkeiten für, keine Ahnung, XYZ. Aber beim Mittelständler ist das eine der letzten Domänen, wo der Geschäftsführer aus dem Bauch raus entscheiden kann. Und das auch gerne macht. Der möchte, dass die Anzeige oder seine Broschüre oder die Webseite oder was auch immer so aussieht, wie er es gerne hätte oder, Klammer auf, im Zweifel, wie seine Frau es gerne hätte. Okay. Und dann wird sowas halt, dann lädt er sich irgendwen ein, der macht was, ein Texter schreibt Texte, ein Designer designt irgendwas. Der verlängerte Arm. Dann kriegt er zwei Entwürfe, nimmt die am Wochenende mit nach Hause, diskutiert die mit seiner Frau. Seine Frau sagt, auch das Rot finde ich schön. Kann das noch ein bisschen dunkler? Und dann geht er am Montag zurück, schreibt dem, sagt, ich hätte gern das, aber mit einem dunkleren Rot. Mhm. Und da ist halt, das ist aus dem Bauch raus. Das ist nicht immer verkehrt. Also so ein Geschäftsführer kennt ja seinen Laden, der kennt auch ganz häufig seine Kunden sehr gut. Mhm. Aber es ist aus dem Bauch raus. Und aus dem Bauch raus heißt, dass er im Frühjahr, wenn ein neues Produkt hier vorgestellt wird, irgendwie gute Laune hat. Und dann wird es hellblau und strahlend. Und im Herbst, wenn die Messe ist und er irgendwie schlechte Laune hat, weil irgendwas doof gelaufen ist, dann wird es grau und düster. Und es ist dasselbe Produkt. Und so sammeln sich im Laufe der Jahre klassischerweise bei einem Mittelständler, der unstrukturiert vorgeht, zum einen im selben Thema unterschiedliche Ausdrucksformen an. Also unterschiedliche Kommunikationsmittel. Die Broschüre erzählt das, Webseite das, der Messestand das, dann gibt es vielleicht ein kleines Filmchen, erzählt noch was ganz anderes, auch weil es keine zusammenhängende Strategie gibt. Der brieft halt dann irgendein Videoteam, das macht dann halt irgendein Video, das ist gut an sich, aber es steht ja im Kontext. Ja, du siehst dann genau, wann er was gemacht hat, so wie so eine Mode sozusagen. Ach, das scheint jetzt ungefähr, ja, genau. Ich kenne das ja aus, wenn ich Mode auskenne, siehst du ungefähr, aus welchem Jahr das kommt. Ich habe früher viel mit Badezimmer zu tun gehabt, wo ich dir sagen kann, okay, 80er Jahre, Manhattan-Fliese, davor war es, keine Ahnung was. Interessanterweise ist es aber genau das, was ja richtig ist. Und mir hat mal ein Kunde irgendwann zu mir gesagt, ja, finde ich gut, Herr Baron, aber ich hätte gern mehr London. Und dann stehst du da und dann sagst du, ja, okay, mehr London. Da habe ich den mal halt gefragt, was er denn unter London versteht. Ist es der Big Ben? Ist es irgendwie der Advokat, ist es Goldeneye, weil London ist ja, ne, also dieses, was willst du jetzt, mehr Soho oder mehr Carnaby Street oder was ist denn mehr London? Aber der konnte sich dann eben nur helfen und das ist absolut richtig, weil es natürlich alles andere funktioniert ja, das sind Profis in der Logistik, in der Entwicklung, das sind Leute, die haben auch und im Marketing natürlich hast du dann Leute, und das ist ja auch über dieses, deswegen bin ich da auch so ein bisschen mit Vorsicht, wenn das klar ist, was die wollen, und das ist ja immer das, was kennst du ja auch, der Kunde will das, und du weißt aber, eigentlich braucht er erstmal was ganz anderes. Und dann da hinzukommen oder auch so dieses Geschäftsführerdeutsch, hast du ja auch dann, wo Broschüren vom Geschäftsführer geschrieben werden, dass dies oder das Briefing so kommt. Und im Prinzip, und das ist das, was du sagst, das gebe ich dir recht, wenn dann die Marketingabteilung und die Agenturen nur die Verlängerung des Geschäftsführers sind, dann siehst du das am Ende des Tages oder am Ende der Broschüre in der Kommunikation. Das kann für eine Metzgerei gut sein und für einen Mittelständler mit 30 Leuten ist es schon wieder eigentlich schwierig. Das Problem ist einfach, gerade so ein Mittelständler hat ja gar nicht so viel Kommunikation. Das heißt, seine Kunden,
kriegen ihn gar nicht so häufig zu Gesicht, also nicht ihn jetzt persönlich, sondern sein Produkt oder seine Marke. Ja. Und dann, wenn ich im Jahr sowieso nur 2-3 Mal dieser Marke begegne und diese 2-3 Mal vollkommen unterschiedliche Botschaften senden, habe ich das Gefühl, mit 3 unterschiedlichen Unternehmen zu tun zu haben. Das heißt, ich muss jedes Mal neu lernen, wer ist das, was kann der, ist das relevant für mich, finde ich das interessant, sollte ich mich damit näher beschäftigen. Und wenn ich das aber, wenn die selbst ähnlich sind, wenn sie im Kern immer dieselbe Botschaft erzählen, dann weiß ich nach dem 2. Mal schon, das war doch der. Und deswegen geht es immer darum, auch diese selbstähnliche Kernbotschaft zu erzählen, um wiedererkennbar zu sein, um diese Wiederholung hinzukriegen. Und das fällt halt so einem Mittelständler nicht so leicht. Das ist ja dieses Metzger aus Leidenschaft-Ding, ne? Jeder ist Metzger aus Leidenschaft. Warum auch sonst irgendwie? Genau, das habe ich davon. Deswegen arbeite ich mit meinen Kunden auch ganz gerne ganz zu Anfang ganz theoretisch und langweilig und diskutiere mit denen darüber, wie sieht der Markt aus, was verkauft ihr, was ich sehr gerne mache, ist mit Vertrieblern und mit Kundencentern sprechen, weil die tatsächlich mir sagen können, der Vertriebler weiß ziemlich genau, was der Kunde will, worauf er Wert legt. Und der Kundencenter kann mir sagen, die Kunden rufen an, weil sie das und das scheiße finden. Dann kannst du daraus das eins und eins zusammenzählen und dann kriegst du daraus, was der Kunde eigentlich hat von dem Angebot, das das jeweilige Unternehmen anbietet. Und dann kannst du darauf aufbauen und kannst sagen, okay, wenn wir uns darauf einigen, dass euer Unternehmen das und das als Kernleistung hat und vielleicht so und so charakterisiert werden kann für die Zukunft. Wenn du es schaffst, das mit einem Geschäftsführer zu vereinbaren, dass er sich darauf committet, dann kannst du auch in einem Jahr noch mit ihm über irgendwas anderes reden. Dann sagt er, ich will gerne mehr London oder mehr, weiß ich nicht, mehr Blau. Wir sagen da mittlerweile eine hübsche Frau drauf. Und dann kannst du sagen, ja, können wir machen, aber passt das denn zu dem, was wir mal definiert haben? Und dann diskutiert man nicht mehr über Geschmack, sondern darum, ob das dem Unternehmen gut tut. Dann verstehen die Leute auch, dass ein Unternehmen so einen eigenen Charakter hat, so eine eigene Entität ist, fast wie eine Person, wie eine Persönlichkeit. Ja gut, und das entwickelt sich ja auch bei Unternehmen. Und das ändert sich ja, das entwickelt sich, das ändert sich, die Zielgruppen, die Themen, die Märkte ändern sich. Das ist ja, was du sagst, stimmt ja absolut, weil es ist ja auch so, bei mir war das so, bei dir wahrscheinlich auch, dass deine Kunden dich ja irgendwann auf das neue Thema Produkt, Dienstleistung, wie auch immer bringen. Das passiert ja in Unternehmen genauso. Ne, die auf ihre Kunden oder mit ihren Kunden wirklich im Dialog sind. Hört sich jetzt doof an oder ihren Kunden zuhören, die wissen ja auch, was der Kunde ungefähr will. Also da brauchst du auch keine Marktforschung und da musst du nichts Anonymes, da weißt du so, hey, und das sind ja, da gibt es ja wahnsinnige Beispiele in der Industrie, wie solche Dinge funktioniert haben. Zum Beispiel eine der schönsten Geschichten ist ja, dass der Flügeltürer bei Mercedes nur deswegen war, weil ein amerikanischer Händler in New York gesagt hat, ich brauche so ein Auto. Ich brauche von diesem Wagen, den es schon gibt, brauche ich welche für meine Kunden. 1952. Und haben die gesagt, okay. Ein ähnliches Beispiel ist der Audi TT, der, als der entwickelt war, durch sämtliche Marktforschungen durchgefallen ist. Und Ferdinand Piëch, Gott hat sich seinerzeit gesagt, das ist mir scheißegal, ich will dieses Auto. Und nachher war es ein voller Erfolg. So ein bisschen wie damals, als Henry Ford dieses berühmte Zitat, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, 2 Pferde mehr vorne dran. Schnellere Pferde. Oder Kutsche. Schnellere Pferde, genau. Man weiß es nicht so genau, die beiden Zitate gibt es. Genau. Aber keiner hätte ein Auto gewollt. Ja, keiner hätte das gewollt, was er ihm angeboten hat. Ich meine, das ist ja auch ein spannendes Thema, Märkte. Wie entstehen Märkte? Und das ist Beispiel gibt es bei 3M mit der Scotch, mit den Post-its sozusagen. Da war immer die Frage, wieso sollen Leute im Büro für Schnipsel, die sie irgendwo reinmachen, mehr als nur Altpapier benutzen? So, und dann kam irgendwann dieses, kennst du die Geschichte, wo dann zwei Vertriebler, kennst du? Zwei Vertriebler sind los und haben gesagt, so, wir nehmen mal so ein Blöckchen mit diesen gelben Post-its, in 60er, glaube ich, war das, und gehen mal durch Büros und geben den Sekretärien so ein Ding und sagen, guck mal hier, haben wir neu entwickelt, guck mal, ob ihr das brauchen könnt. So. Und dann haben die es jetzt angeguckt und dann haben die halt anstatt irgendwelche, also in Anwaltskanzleien, anstatt irgendwo mit Schnipseln irgendwas zu markieren in Büchern, haben die diese Post-its benutzt. Ne? So, und haben durch gemerkt, dass die praktisch das sind, die fallen ja nicht raus und so weiter. Und das ist irgendwie, ne?
So, und dann haben die noch überhaupt keinen Markt dafür gesehen, aber die haben es mal probiert. Und als sie dann 2 Monate später wieder da waren, haben die gesagt, Mensch, das war ja toll, habt ihr noch welche von denen? Also nach dem Motto, wo kann ich die kaufen? Und plötzlich gab es den Markt für Post-its, wo man vorher gesagt hat, wer bitte gibt denn Geld aus für Schmierpapier? Das eine. Die zweite schöne Geschichte ist immer noch, finde ich, für das Thema Marke und für Märkte mit die beste ist der Walkman, die Erfindung des Walkmans. Hast du schon mal erzählt, ja. Wo alle sagten, der Alterspräsident kommt mit dieser Idee und sagt, ja, dann können die Leute für $100 billig oder günstig, Hi-Fi-Qualität draußen hören und können dabei Tennis spielen. Tennis spielen, hat er, glaube ich, gesagt. Dann haben die gesagt, wer hört denn bitte? Weil damals war das Kofferradio das Gemeinschaftsthema. Und dass jemand alleine Musik hört, findet daheim statt abends, weil die Kinder schlafen, weil er Klassik hören will, keine Ahnung. Also Kopfhörer ist eh so ein Spezialding immer gewesen, ne? Für Nerds und nie so ein Massenmarkt. Und es gab keinen Markt. Und plötzlich fängt dieser Markt an und dann kommt daraus ein Trend und dann gibt es diese ganzen Formen, die kennst du ja, Early Adapter, First Mover, der ganze Quatsch, den man ja damals schon kannte, aber nicht benannt hat sozusagen, dieses Phänomen, wie entsteht. Und dann wurde daraus ein Massenmarkt, sodass jeder am Ende 79 erfunden, Mitte der 80er gab es die ersten 10 D-Mark Billigspieler, die eine Woche gehalten haben. Aber die gab es dann, weil der Markt war einfach da und der Markt musste bedient und gesättigt werden. Und dann kommt die Verdrängung und dann kommen die ganzen weiteren Stufen. Ne? Also du hast eben auch kurz anklingen lassen, dass das mit Menschen zu tun hat, mit ganz konkreten Köpfen, nicht allgemein mit Menschen generell, sondern mit einem bestimmten oder zwei bestimmten Menschen, die eine Idee haben, die das machen. Und da sind wir auch bei diesem Thema Machen. Diese Idee dann durchsetzen oder einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und mal gucken. Da geht manches schief. Aber wenn Steve Jobs nicht bunte Computer gemacht hätte, wäre Apple pleite gegangen. Und ich glaube, das war keine lustige Diskussion, als er seinen Vorstand vorgestellt hat, hier, wir machen übrigens ab morgen blaue, orange, grüne und gelbe Computer. Da werden die alle gesagt haben, du hast sie nicht mehr alle. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und ihr, doch, machen wir. Also und das war gut. Ich meine, er hat... Und das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist... Das kann man auch nicht wirklich planen, auch weil einfach so vieles schief geht. Ich glaube, auch Steve Jobs hat einiges gemacht, was nicht alles erfolgreich war. Und auch der Herr Daimler und der Herr Benz waren, glaube ich, nicht mit allem, was sie ausprobiert haben, erfolgreich. Aber sie haben eben sich diese Idee in den Kopf gesetzt, diese blöde Kutsche mit irgendeinem Motor zu versehen, den der Typ aus Mannheim gemacht hat. Benz, ja. Aber lass es mal kurz bei dem ersten iMac bleiben mit Bondi Blue und mit, wie sie alle hießen. Ich hatte einen Bondi Blue und den kann genau ich mich, an den kann ich mich noch erinnern. Aber da ist ja was Interessantes. Also da kann man sich ja mal überlegen, das ist natürlich am Anfang durch die Form, das war das eine, durch dieses All-in-One, was es ja auch nicht wirklich gab. Es gab kein All-in-One, es gab nichts so Organisches, es gab nichts so Buntes. Und das ist natürlich der Punkt, was dann auch noch gut kommuniziert wurde. Ich erinnere mich noch an die Bilder, die sie schon hatten, die Videos, wo die von oben sich drehen, wie so eine Blume. Also eine Abstraktion noch dabei, dann Apple immer sehr klar, sehr weiß, sehr Design. Und dann natürlich eine Sache, wo du sagst, nur durch das Anderssein hast du erstmal eine Aufmerksamkeit. Dann kommst du natürlich dahin, wo Leute sagen, sowas finde ich ja witzig, sowas finde ich ja schick. Und ich weiß noch, als ich den ersten hatte, der dann auch damals in der Lungengasse stand, meine Kollegen, die ganzen Frauen, und jeder hat das Ding, wenn du es dann live gesehen hast, so direkt in Arm genommen und dann sind wir, ich glaube, wir sind jeden zweiten Tag zu Grabis gefahren und ohne Witz, jeder, den ich damals kannte, hat sich in den ersten 3 Monaten so ein Ding hingestellt. Es war ein absoluter Regelbrecher. Das war so weit ab von allem, was man kannte und es erfüllt Weil alle diese scheiß hässlichen grauen, beigen Kisten zu Hause im Wohnzimmer haben stehen oder im Arbeitszimmer, erfüllt es dieses Bedürfnis, nee, mein Computer soll auch hübsch aussehen. Genau. Und das war aber der Anfang, aber der war ja noch provokanter, als da die weiße Serie kam, wo ich dann auch Leute getroffen habe aus Unternehmen, die sagten, warum, ich habe mir auch so ein iMac geholt. Also der den habe ich noch sogar im Keller stehen, der aussieht wie eine Schreibtischlampe, weißt du, das war der zweite, glaube ich.
Und dann kam der dritte, dann kam der Anniversary Mac und plötzlich hat sich über Design, da haben sich Leute für interessiert und jetzt kommt aber der viel entscheidendere Punkt, dass das ja, ich sag mal, so als Begehrlichkeit über die Form, über das Produkt, über das Design funktioniert es ja, aber dann haben Leute ja auch angefangen, sich mit dieser Apple-Welt mal vertraut zu machen und hatten da auch diesen Joy of Use in der Bedienung, weil es natürlich doch ein bisschen anders war. Und dann kam natürlich, und das ist halt das Geniale an dieser Apple-Story, die ja damals wirklich überhaupt noch, also ich habe es ja seit Anfang der 90er und da waren wir noch eine 4% Zielgruppe in diesem ganzen Markt sozusagen. Und dann kam natürlich nach dem iMac, kam dann plötzlich der iPod. Und dann war natürlich, wo alle sagten, wie geil. Und dann hat es Apple, und es war ja auch geplant, auch diese Infrastruktur dafür geschaffen. iTunes, iPod, iMac und dann war plötzlich. Und das hat dann den Massenmarkt natürlich noch befeuert. Die Preise waren immer relativ stabil. Das ist ja auch witzig, dass Apple dann nie gesagt hat, okay, jetzt haben wir schon so lange, jetzt machen wir es günstiger, sondern die haben ja immer auf diesen Preis beharrt und 1000 D-Mark für so ein iPod. Und ich hab mir da vorher so ein Arcos, so ein 6 GB Festplatten, der konnte sogar Rekorden-Player geholt. Den hatte ich 3-4 Monate und dann kam dieser iPod. Dann saß ich da so, oh Scheiße, jetzt habe ich. So, und dann habe ich den Jan Wiesemann, meinen alten Freund damals, oder heute Kollege, damals Freund, angerufen und gesagt, hör mal, willst du denn auch so ein Ding? Und er so, ja, ich sag, gib's dir für die Hälfte. So, als ich dann nämlich den neuen sagte, Julia, was ist denn mit dem Ding? Der Jan hat den gekauft, der wollte den unbedingt haben. Ja. Und das, weißt du, und das ist zum einen dann auch nicht mehr das Design, sondern dann ist es wirklich die Funktion, diese Einfachheit, dieses Click-Wheel. Das war eine Sensation. Genauso, weißt du, noch das erste iPhone. Da hast du erst noch gedacht. Und jetzt komme ich ja zu dem anderen Thema, nämlich Design und Nutzen. Und dann sagen die Leute am Anfang, da brauche ich so ein Ding. Ich habe mir dann damals, weil ich Vodafone-Kunde war, gab es keine iPhones, habe ich mir ein Samsung geholt, was sogar noch so eine Tastatur zum Rausschieben hatte. Q-Bowl hieß das Ding. Weil ich dachte, Touch ist doch geil, holst du doch so ein Ding. So, hatte ich dann, weil, wie gesagt, Vodafone und iPhone war 2007, 2008 überhaupt nicht denkbar. Ne? Und dafür Geld auszugeben, komm. Habe ich mir so ein Samsung geholt, was die grundsätzlich gleiche Idee war wie ein iPhone. Aber es hat nicht funktioniert. Es war laggy, es ging aus, du musstest es neu starten. Und da habe ich nach 3-4 Monaten gesagt, ey Leute, geht. Dann habe ich Vodafone angerufen und habe gesagt, ey, ich brauch's, ich finde echt, also ich, irgendwie bin ich so quasi, ich kündige jetzt, ne? Ja, was denn mein Thema wäre? Sag ich hätte gern so ein scheiß iPhone. Weil ich habe so ein Samsung und das ist furchtbar. Und dann haben die damals eine Firma gehabt in Hamburg, die haben dir quasi ein iPhone besorgt, so an Vodafone vorbei, aber haben dich als Vodafone-Kunde quasi damit gehalten. So, und dann hast du, und das Interessante ist ja bei dem Thema, überleg mal, wie viele Leute kennst du, die irgendwann ein iPhone oder ein Samsung oder umgekehrt, ist ja egal, hatten und steigen dann später wieder um. Davor habe ich meine Handys alle 1-2 Jahre gewechselt, hatte alle möglichen Bedienmöglichkeiten, auch mal Nokia mit einer runden Drehscheibe. Seit dem iPhone komme ich gerade mal auf die Idee zu wechseln. Weißt du, nee, was ich meine? Nicht wahr. So, weil, ja, weil dann kommt, also da ich, kommt ja das. Also, ich finde ja, dass die iPhones scheiße teuer sind. Für das, was sie können. Aber es geht ja wie mir. Die Dinger sind ja auch noch integriert mit unserer Arbeitsumgebung, also mit unseren Rechnern. Ja. Und diese Integration läuft ja einfach nahtloser als alles, was man sonst so kennt. Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, der spannend ist zu diskutieren. Apple hatte, anders als Microsoft und die gesamte PC-Welt, ja diese Strategie des geschlossenen Systems. Mhm. Und darüber hinaus auch das, was der einzelne User tun kann, extrem streng limitiert. Also du kannst ja beim Apple viel weniger machen als beim PC. Ja, Moment, aber sorry, da muss ich mal dieses extrem strenge limitiert, sagen meine Kollegen auch, die alle auf Open Source und was bei Google und so weiter. Ja. Dieses streng Limitierte finde ich gar nicht so streng limitiert. Gib mir mal ein Beispiel für streng limitiert. Das war du kannst, das wird immer kolportiert. Also jetzt muss man unterscheiden. Es gibt, du kannst über Tools und über Coding kannst du auch auf dem Mac
einiges tun. Aber das, was dir das User-Interface, das Standard-User-Interface vorgibt, das ist viel reduzierter. Das war es schon immer, als der PC. Und Sekunde, lass mich nur ausreden. Ja. Ich glaube, dass das gut ist. Die haben ja auch schon immer, die haben immer reduziert, auch zum Beispiel bei der Produktauswahl. Es gab immer nur ein iPhone, früher zumindest, in einer Farbe mit zwei oder drei Größen. Also 100, keine Ahnung, 24 oder 56 und so. Das war's. Mhm. Fertig. Mhm. Und davon musstest du dir, damit nimm oder friss. Aber das Ding war, es fiel den Kunden viel leichter, sich dafür zu entscheiden, als wenn ich verzweifle in einer Vielzahl von Features und Möglichkeiten, mit denen ich mich gar nicht beschäftigen will. Und diese Reduktion, dieses auf das Wesentliche fokussieren, das ist, glaube ich, das tut gut. Also ich habe es deswegen gefragt, weil ich habe das oft als Argument gehört und dann ging es ja los irgendwann, dass die ersten iPhones gejailbreakt wurden. Kennst du das auch? Ja, ja. So, dann hatte ich hier einen, der heißt bei uns auch noch Mr. Jailbreak in der Südstadt. Jan und ich immer, was macht der Jailbreak schon wieder? Und ich habe mir die Sachen dann angeguckt, die der mir so, guck mal, Jailbreak hier. Und ich habe mir gedacht, ich habe ein iPhone, ich kann damit recht viel machen. Und die Einstellung, die du jetzt da mir noch zeigst, die hat für mich eigentlich aus einer Spielerei gar keinen Nutzen, weil ich habe es als Handy, am Anfang war es ja ein Handy, irgendwann hast du gemerkt, ja, die Kamera ist auch gut, dann wurde es noch ein Diktiergerät und dann wurde noch irgendwann das Thema Mail natürlich und Kommunikation. So, und diese Jailbreak-Funktion hat Apple ja bis auf wenige Ausnahmen eigentlich alle irgendwann gebracht. Und heute würde ich eher eine Sache kritisieren, oder die kritisiere ich seit Jahren, dass ich bei Apple mit diesen ganzen Updates plötzlich eine alte, geile App auf dem Handy. Also ich hatte mal so eine Roadmovie, hieß die von Honda, wo du so Filmchen machen konntest, 24 Sekunden. Kennst du? Die ist super. Die ist aber weg. Also die war super. Die war super. Ja. Da hatte ich so viel Spaß mit. Da habe ich so viele, Gott sei Dank habe ich ganz viele exportiert, aber plötzlich war die weg. Und das ist eigentlich eher so das Schlimme an dieser Apple-Welt oder an dieser Apple-Welt schlimmer als in der PC-Welt, dass dir irgendwann so eine App genommen wird. Und normalerweise machst du ein Update, dann müsstest du sagen, Achtung, Fireworks geht nicht mehr am Mac oder und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Beispiele. Oder wir hatten es ja neulich über Music, iTunes wird zu Music. Ja. Also ich bin ja bei Musik Heavy-User, weißt du. Ne? Und da fand ich iTunes und iPod, iPhone schon immer geil und schon immer easy und genau richtig. Und jetzt, was macht Apple? Da haben sie sich nicht mehr entwickelt. Da hatten sie ja irgendwann durch iTunes, Apple Music und so weiter, hatten sie ja plötzlich einen riesen Erfolg und haben damit ein riesen Geld verdient. Bis auf die Beatles waren ja alle dabei letzten Endes. Beatles sind ja dann irgendwann auch noch dazu. So, und heute, und das ist halt das Blöde, schielt Apple auf Spotify und macht Music zu einem Spotify, wo ich dann sage, ey, das habe ich längst und lasst mich in Frieden mit diesem Apple Music Quatsch, weil das alle furzlang was Neues ist. Also von deswegen also ich ist glaube, dieses... Da kollidiert dein Anspruch an dein eigenes System mit der Strategie von Apple zu sagen, wir wissen, was generell das bessere System ist. Vorher ging das, aber jetzt kollidiert es, weil Apple halt sagt so, nö, Spotify in Anführungsstrichen ist das beste System, dass wir jetzt diese ganzen Hashtags und all das nicht mehr anbieten, ist doch okay. Ich habe ja zufällig gerade so eine Diskussion in einem App-Projekt, wo es auch darum geht, Dinge zu kategorisieren und ob es sinnvoll ist, dem User mittels Hashtag oder was auch immer die Möglichkeit zu geben, selber zu kategorisieren oder ob es nicht sinnvoll ist. Mhm. Wenn ich umgucke, so Netflix, Spotify, Amazon, Disney und so weiter, die bieten das alle nicht an, die bieten alle vorgefertigte Kategorien. Weil wahrscheinlich der Großteil der Nutzer keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Lernt lieber die Begriffe der Kategorien. Also da sind wir natürlich genau an dem Punkt. Also zum einen nochmal dieses Ursprungsaussage, Apple ist zu geschlossen. Ich fand, das war früher nicht so. Aber natürlich kommen wir jetzt heute zu dieser Welt und das ist halt das Thema Abo und du musst gar nichts mehr besitzen. Du bist nur noch User-Konsument. So, das ist ja der Paradigmenwechsel eigentlich. Zu sagen, früher hast du noch eine CD gekauft, du hast sie noch im Regal oder eine Platte und so weiter. Und heute bist du ja an dem Thema,
du kannst es ja alles haben, du musst es gar nicht mehr besitzen. Und über das Thema Interface von diesen Netflix-Dingern, das hatte ich neulich ja schon mal erzählt, das mache ich nochmal, dieser Netflix-Effekt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses, wie schwer dann so Entscheidungen werden. An der Stelle, also ich will es jetzt nochmal erzählen, weil habe ich beim letzten Mal mit dem Ding. Aber das Interessante ist natürlich genau das, wir gehen weg von dem Besitzen wollen hin zu dem verfügbar haben. So. Ja. Und da bist du natürlich jetzt in einem Punkt, wenn für alle immer alles verfügbar sein soll. Das ist halt echt so ein bisschen eine Krux, weil da sind wir halt schnell an diesem Punkt mehr. Oder beziehungsweise von bleiben wir bei Musik, von Hören, Konsumieren zu alles. Und das alles ist natürlich total, also ich finde es mega und gleichzeitig weiß ich, dass das einfach auch eine völlige Überforderung ist, was dann dazu führt, dass die Leute dann doch immer wieder das Gleiche oder eben auch froh sind, wenn ihnen jemand sagt, hör mal dieses Format, hör mal das, weil das ist dann wiederum diese Entscheidung, die wir gefühlt jeden Tag viel öfters treffen müssen als noch vor Jahren oder vor Generationen. Das ist schon irre. Und überleg mal, was wir heute alles haben. Das ist ja mein noch ganz so kurz, dieses Postmaterialistische. Wir haben jetzt alles. Oder? Sag mal irgendwas, was wir nicht haben. Also was wir noch entwickeln müssten. Keine Ahnung, irgendwann wird es schon geben, aber im Grunde hast du recht, ja. Also der Warenkorb ist. Es gibt ja diesen soziologisch betrachteten Warenkorb, also das, was man so als Durchschnittsfamilie besitzen sollte, da ist alles drin, was du brauchst. Also jeder hat einen Fernseher, jeder, wenn er will, hat ein Auto etc. pp. Also das Wichtigste ist alles da. Darum geht es auch gar nicht mehr. Diese Nutzung, also dieses, ich muss nicht mehr besitzen, ich will nur noch benutzen, hat ja mehrere Konsequenzen. Einmal, dass die Nutzung selber wichtiger wird, weil dann nämlich das Produkt gewinnt, was am besten usable ist. Es hat aber auch eben diese Konsequenz, dass das, weil dann eben solche User Interfaces auf die breite Masse abgestimmt werden müssen, es so eine Demokratisierung gibt und so einen Einheitsbrei und es eben dann individuelle Eingriffsmöglichkeiten immer weniger geben wird. Und mir fiel gerade ein, diese Diskussion von wegen neu und also was du eben angesprochen hast, dass wir weil wir überfordert werden von den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir dann dazu neigen, so Blasen zu Musik zu hören, also immer dasselbe zu hören oder immer dasselbe zu lesen, so diese Facebook-Blase ist im Grunde ähnlich. Du wirst dadurch, dass du theoretisch in Facebook überfordert wirst mit Content, wählst du halt nur noch das aus oder kriegst du dann auch aufgrund der Algorithmen nur noch das angezeigt, was dir Spaß macht, wo du länger drauf bleibst, wo du mehr liest, was du öffnest, etc. pp. Spotify löst das, indem sie dir diese Mix der Woche etc. pp. Anbieten, wo sie dir immer mal wieder algorithmisch gesteuert so passende Musik einstreuen, wo du dann sagst, oh, die kenne ich ja noch gar nicht, das klingt ja gut. Sowas. Und ich weiß, dass Facebook das beabsichtigt auch zu tun, oder jedenfalls haben die mal vor 1,5 Jahren gesagt, dass sie es wollen, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt gemacht haben. Theoretisch macht Facebook das auch, das aufzubrechen, diese Blase. Weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das notwendig. Es ist allerdings dann auch, wenn es gemacht wird, so wie bei Spotify, eigentlich ein schönes Erlebnis. Ich empfinde das, also ich mag das, wenn Spotify mir zwischen meinen zwei Lieblingsbands irgendwie ein anderes Lied spielt, was dazwischen passt und was ich cool finde und nicht kannte. Ja, also der Spotify-Algorithmus ist mit das Genialste, was ich in meinem Musikleben je erfahren habe. Und ich war 2016 noch skeptisch, ob ich es überhaupt haben will. Ich habe ja schon alles und ich sage, die sind genial. Aber vielleicht nochmal, das finde ich einen ganz guten Ansatz, die Demokratisierung der Möglichkeiten oder der Tools oder der Dinge. Gehen wir mal zurück zu dem Thema Fotografie. Das siehst du ja, ich habe neulich nochmal so Videos gesehen von 2012 mit irgendeinem Handy, wo du sagst, ja. Heute schon sehr geil. Und diese Demokratisierung der Technik, nennen wir es mal nur die Technik, sprich der Kameras von aktuellen Smartphones, ob die Dinger sind scheiße teuer. So, das ist das eine. Die allerwenigsten kaufen sie aber, sondern das ist alles Abo. Also es ist ein nachströmendes Ding und immer wieder neu und immer wieder noch ein anderes und noch ein 11er und noch ein 12er. Ich habe mich da mittlerweile von verabschiedet. Ich wechsle nur noch, wenn mein Gerät, so wie bei Apple, hat mittlerweile leider den Akku immer schlechter macht, was ja auch zum Spiel gehört, plus das Ding. Aber nochmal, dass diese Demokratisierung der Fotografie ist doch eigentlich
genial, weil früher hättest du Leute gehabt, die hätten gar keine Kamera, die hätten eine billige Kamera. Und so ist dieses, heute haben wir eigentlich alle die gleichen, nennen wir es mal Chance, ein gutes Foto zu machen, was ich eigentlich toll, ja. Also ich finde das super. Ich finde das gut, dass es diese Demokratisierung gibt. Bei der Musik ist es natürlich genau der Punkt, durch die Spotifyisierung ist halt dieses Thema Musik wirklich noch zu vermarkten für kleinere oder für nicht so ganz bekannte Bands extrem schwierig. Und jetzt schafft man doch mal den Switch, glaube ich, von dem, was wir... den Switch würde ich gerne machen, weil das ist ja, einfach... Ist unsere Geschichte ist einfach zu schön, um wahr zu sein, oder? Die ist schön, ja. Die ist schön. Ich erinnere mich noch an den ersten Anruf von dir. Wegen dem Sponsoring. Ja. Kannst du jetzt mal die Geschichte erzählen? Ich habe ja nicht erzählt. Soll ich erzählen? Ja, ich finde die Story einfach schön. Ich finde es immer noch ein tolles Projekt. Das muss man, glaube ich, muss man zunächst mal unsere gemeinsame Leidenschaft für eine für Bier und eine bestimmte Kneipe erzählen, für die Torburg hier in der Südstadt, was immerhin Deutschlands beste Blueskneipe ist, also eine Musikkneipe mit wahnsinnig tollen Gastgebern, dem Martin und der Hülya, und auch sonst Leuten hinter der Theke überhaupt. Die ganze Kneipe ist eine Kneipe, wie man sich, also wie ich sie mir vorgestellt habe, ich wohne jetzt erst seit einem guten Jahr hier in der Severinstraße und bin im Dezember 2019 war ich, glaube ich, das erste Mal in der Torburg, weil da irgendein Konzert war und war sofort irgendwie, fand das toll und ich glaube, der Andreas Dielmann war auch das letzte Konzert, ich habe gesehen, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls kam da ja dann der Lockdown und die mussten dann ausschließen. Und dann hatte ich auf Facebook gesehen, dass die Torburg ein Projekt startet, ein CD-Projekt. Und man kann sponsoren, wenn man will. Ich habe das erst falsch verstanden. Ich dachte, ich würde die Torburg selber sponsoren und hätte das gerne getan, damit diese Kneipe nicht kaputt geht. Aber dann hatte ich mich gemeldet und die Hülya hat mir direkt sofort geantwortet, dass sie das weitergeleitet hat und dass du dich melden würdest. Und dann, das war so mitten im Sommer, stand ich draußen auf der Terrasse, kam der Anruf von dir: Hallo, hier ist der Markus Baron, ich rufe an wegen der Torburg-CD. Genau, und dann hatte ich ja deine sonore Stimme, deine ruhige Art direkt am Telefon. Und dann haben wir darüber gequatscht und das war weit mehr, als ich erwartet habe. Du sagst, ja, ich könnte mein Logo reinkriegen und ich könnte einen Text formulieren und ich könnte mir aussuchen, welche Band ich denn sponsern möchte. Und da war ich total baff. Und habe mich dann, also die Band war mir relativ schnell klar, eben Andreas Dielmann. Und dann hast du mich gebeten, Texte zu formulieren. Dann war ich mir nicht ganz sicher und habe dir zwei Texte geschickt. Stimmt, ja, sehr schön. Und der eine war zu lang. Eigentlich schade, das fand ich gar nicht schlecht. Und der andere war lang genug oder kurz genug. Dein Gedicht, genau, so dein legendäres Gedicht, was dann auch später auf dem Bierdeckel war und stimmt. So die Hymne wurde. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, komm, dann trinken wir mal ein Bier zusammen. Genau, lass uns mal zum Bier treffen, genau. Da ging das noch. Da saßen wir, das war draußen noch, ne? Also, genau. Dann haben wir ein Bier getrunken, dann habe ich dich ja gefragt, wie kommst du denn auf die Idee, hier Sponsor zu werden? Und da hast du mich gefragt, die kurze oder die lange Version. Ich sage, ach komm, hier gibt es noch genug zu trinken. Wir haben auch Zeit für eine lange Version. Ja, sensationell, also witzig, ne? Ja, das war schön. Ja, und dann daraus sind ja auch noch so, da sind so viele andere Geschichten draus entsprungen. Also ich erinnere den netten Abend zusammen mit Marc da beim Lagerfeuer. Neuland, genau. Ja. In Neuland, genau. Mit und diverse betrunkene Abende. Einmal das beim Franzosen, wo wir, also da war ich echt ziemlich, das war, da war. Du meinst ja, beim Hardy, beim Hardy Kugel. Ja, genau. Genau, ja. Ja, und dann haben wir ja dieses Magazin angedacht, so ein Musikmagazin. Aber genau. Die CD ist erstmal rausgekommen, die war ja ziemlich erfolgreich. Ja, absolut. Also du und so langsam
gärt's wieder im Ganzen, weil es hat was gebracht. Es hat natürlich, also du kennst ja die Summe, ich kann sie nur mal sagen, 16.500 Euro wurden eingespielt für 19 Bands, ist schon viel. Was ein bisschen schade war, dass es am Ende doch darauf hinausgelaufen ist, was wir eigentlich vermeiden wollten, dass dem Martin und der Torburg eine Gewinnabsicht unterstellt wird, dass man es quasi versteuern muss. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß dabei. Ja, du, es ist halt dann, also es war ein tolles Projekt, hat riesig Spaß gemacht. Es sind viele Sachen entstanden. So, und ich glaube, es geht auch weiter, weil dann, das ist ja der andere Punkt, das haben wir so ein bisschen abgetan jetzt gerade, aber das ist ja für uns beide ein Thema gewesen, über das Thema Magazin nachzudenken, da auch nochmal, und da haben wir auch schon du vor allen Dingen, hat nochmal sich viel Gedanken gemacht, wie eine Kommunikation, eine Werbung, eine Sponsoring künftig aussehen könnte. Also ich sag mal so, da ist das letzte Wort nicht gesprochen, und da jetzt der Lockdown länger geht, weiß ich, dass es bei Martin gerade schwer gärt in die Richtung, weil der Martin einfach auch sagt, wir müssen was tun, wie wir es letztes Jahr hatten, wo dann ja die Idee entstanden ist, was können wir denn tun, was könnte man denn tun, und dann schon die Idee war mit der CD, und wie gesagt, das hat einfach einen totalen Spaß gemacht, und das sind halt eben Sachen, wo dann Dinge entstehen, wie mit dir, wo ich sage, wow, ich meine, wahrscheinlich würde ich dich heute vermissen, ohne es zu wissen. Ja? Aber das ist schon so, dass wir uns übers Machen kennengelernt haben. Ja. Ich mochte auch deine Art, Dinge zu tun einfach. Also wir haben irgendwie über den Kram gequatscht, aber dann ist auch was passiert. Und das war gut. Ja, the joy of making. Statt yes, Bob Ross, the joy of painting, the joy of making. Du, ich bin jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich denke, wow, wie lange haben wir eigentlich jetzt gequatscht? Ich guck mal. Ich glaube auch. Eineinviertel Stunden, keine Ahnung. Eine Stunde, Wahnsinn. Und ich glaube, wir hätten noch, also ich versuche ja immer 45 Minuten. Ich habe es noch nie geschafft, aber es liegt ja auch an meinen tollen Gästen wie dir. Sensationell. Und ich glaube, wir hätten noch Themen, und über Musik müssen wir nochmal einsteigen. Aber ich glaube ja auch, dass wir nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Also sowieso nicht denkbar. Persönlich. Und hier, du, ich habe auch die Idee jetzt mal gehabt. Jetzt habe ich dich, glaube ich, du bist der siebte, achte Gast. Ich will ja auch mal die Gäste mal in den Zoom packen und mal gucken, was dann passiert. So, weil es gibt ja genug Querverweise von den Leuten. Ja. Und es sind alles Leute, die ich gut kenne, die ich mag, die man einfach zusammenbringen kann. Und das ist ja für mich dann auch eine Freude, wenn dann die alle zusammenkommen. Siehe dieses Lagerfeuer mit Marc und Martin Hülya da am Neuland. Das sind so, weißt du, das sind jetzt Erinnerungen an eine Lockdown-Phase, wo wir uns solche Sachen gemacht haben. Und jetzt momentan ist es halt auch noch bis April wahrscheinlich sehr, sehr reduziert. Aber dann setzen wir uns wieder schön an die Torburg und rufen dem Martin zu, bring doch mal ein Kränzchen. Genau, so machen wir das. Markus, super. Jetzt hast du natürlich die Chance, die einmalige Chance in diesem wunderbaren Format. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße selbstverständlich Martin und Hülya. Ich grüße meine Eltern, mein Bruder, meine Freundin, mein Sohn, alle. Alle, sehr gut, super. Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Markus, und danke dir für die Einladung. Gerne. Bis bald, mein Lieber. Ne? Bis bald. Aloha. Schönen Abend. Dito. Tschüss. Ja, Aloha. Ciao. Aloha.